Jetzt geht er weiter und beschreibt etwas näher die Krankheit des Herzens. Wenn wir von der Krankheit des Herzens reden, woran erkennen wir sie? Er macht es aber auch wie vorher, er zieht einen Vergleich zwischen Körper und Seele. Er sagt, jedes Körperglied im Menschen ist hier für eine bestimmte Funktion geschaffen, für eine bestimmte Aufgabe geschaffen worden. Und die Krankheit erkennst du daran, dass diese Funktion nicht mehr ausgeführt wird. Das heißt, dein Auge wurde geschaffen, die Aufgabe des Auges ist es, Dinge zu sehen. Wenn das nicht mehr Dinge sieht oder nur noch trüb sieht, verschwommen sieht, dann weißt du, dass dieses Glied erkrankt ist. Deine Hand wurde geschaffen, um Dinge zu packen und zu greifen. Wenn das nicht mehr funktioniert oder nur noch schlecht funktioniert, dann weißt du auch, dass deine Hand an einer Krankheit leidet. Und genauso mit allen anderen Körperteilen. Das Herz, sagt er, wurde geschaffen auch für eine bestimmte Aufgabe, für eine bestimmte Funktion. Und diese Funktion, für die es geschaffen worden ist, das ist die Weisheit und die Erkenntnis. Die Weisheit und die Erkenntnis, also die Erkenntnis und die Liebe zu Allah Ta'ala und seine Anbetung. Also er meint hier die Anbetung des Herzens, aus dem die Anbetung des Körpers entspringen. Und dass er diese Anbetungen oder die Liebe Allah Ta'alas jeden, alle anderen Mushtahayat, also Dinge, zu denen er Neigungen hat, dass er diese, also die Liebe Allahs, vorzieht vor allen anderen Dingen, die ihm lieb sind. Das ist die Aufgabe des Herzens. Wenn das nicht der Fall ist, wenn beispielsweise, wenn es zu einem Konflikt kommt zwischen deinen eigenen Neigungen, die eben aus deinen Trieben entspringen, und den Dingen, die Allah Ta'ala lieb sind, wenn es hier zu Konflikten kommt und man regelmäßig oder grundsätzlich den eigenen Trieben Vorrang gibt, dann ist das ein Zeichen für Krankheit. Dann ist das Herz erkrankt. Woran erkennt man denn, wenn wir sagen, die Aufgabe des Herzens ist es die Erkenntnis, die Weisheit, die Liebe Allah Ta'ala, woran erkennt man diese Dinge? Er sagt, das erkennst du daran, dass jemand, der das Zeichen der Erkenntnis und Weisheit ist die Liebe. Die Liebe Allah Ta'ala. Denn wer Allah Ta'ala kennt, also kennt im Sinne, er kennt ihn so wie er ist, nicht so wie er denkt, der wird ihn unausweichlich lieben. Und das Zeichen, das Merkmal der Liebe ist, dass er nichts anderes ihm vorzieht. Dass er seine Neigung und so weiter, wie wir eben gesagt haben, dass er diese der Liebe Allah Ta'ala nicht vorzieht. Denn wer das tut, der hat ein krankes Herz. Genau wie das, wie der Magen des Menschen, ne? Oder ich sag mal der Bauch des Menschen. Wann ist er gesund? Wenn er essbare Dinge, die für ihn nützlich sind, ja, wenn er danach Verlangen hat. Wenn aber dein Magen oder dein Bauch Verlangen hat, danach Sand und Lehm zu essen, ja, dann ist das ein Zeichen dafür, dass es krank ist. Und genauso das Herz, wenn es nicht das Verlangen nach den Dingen hat, die Allah Ta'ala lieb sind, sondern nach anderen Dingen, dann ist das Herz krank. Er sagt hier aber jetzt etwas, das die Sache wieder ein wenig schwieriger macht. Er sagt, die Krankheit des Herzens ist aber etwas, was oft verkannt wird. Man erkennt es oft nicht. Oft weiß die Person selber nicht, dass sie krank ist. Das ist wie so ein Krebsgeschwür. Ne? Dieses Geschwür, viele Menschen erfahren davon erst in der letzten Phase, wenn es zu spät ist. Und er sagt, genauso ist es mit den Krankheiten des Herzens. Die meisten Menschen, die davon befallen sind, sie erkennen diese Krankheiten nicht. Und wenn sie die erkennen, dann fällt ihnen die Behandlung oft zu schwer. Die Behandlung davon ist oft zu schwer, dann ertragen sie lieber die Krankheit, als dass sie sich
davon behandeln lassen. Denn die Behandlung der Herzenskrankheiten liegt darin, gegen sein Gelüst, gegen die Strömung der eigenen Gelüste und Triebe zu laufen. Das heißt, du musst gegen dich selbst laufen. Und das ist schwer. Und wenn er die Entschlossenheit hat und den Willen hat, dann findet er keinen Arzt. Was meint er mit Arzt hier? Er meint jemanden, der ihm zeigt, wie er laufen muss. Also, denn es kann ja sein, du hast deine Krankheit erkannt, wenn wir von körperlichen Krankheiten ausgehen. Du kennst deine Krankheit, du hast auch den Mut und die Entschlossenheit, dich zu behandeln, aber du weißt nicht wie. Und genauso ist es mit den Krankheiten des Herzens. Viele Menschen, wenn sie auch wissen, dass sie unter gewissen Dingen leiden, beispielsweise die, also wenn man das ganz grob darstellt, ganz grob, nicht eine bestimmte Krankheit, nämlich, dass man von sich selbst weiß, dass man immer wieder gewissen Sünden verfällt. Oder allgemein, dass man von dem Weg abgewichen ist. So, und jetzt? Er weiß aber, viele Menschen wissen nicht, was sie tun müssen, wie sie handeln müssen, wie sie da rauskommen. Und das ist unter anderem eines der Probleme. Und dann sagt er hier, das ist auch ein interessanter Punkt, den er dann erwähnt. Er sagt, denn die Ärzte, das sind die Ulama, und sie sind mittlerweile erkrankt. Die Ulama sind erkrankt, und er sagt, und einen kranken Arzt horcht man nicht gerne. Daher ist diese Krankheit so schwer geworden, und dieses Wissen ist erloschen. Also dieses Wissen über das, was wir Ilmus Suluk nennen, er sagt, das ist wie vom Wind weggeweht. Die Leute kennen das nicht mehr, sprechen nicht mehr darüber. Es geht sogar so weit, dass wenn du darüber sprichst, dass man dir sofort vorwirft, Sufi zu sein. Ja. Das, was wir heute hier besprochen haben, wäre für manche schon, das wäre schon ein Hauch von Sufismus. Ja. Deswegen sagt er, und die Leute lehnen diese Medizin ab, die Medizin der Herzen und ihre Krankheit. Und die Menschen beschäftigen sich nur noch mit den offensichtlichen Ibadat, also Taten, die offensichtliche Ibadat sind, aber wenn man sie sich aus dem Kern aus betrachtet, sind es nur noch Gewohnheiten. Es sind Gewohnheiten, die die Menschen machen. Ja. Er sagt, und das ist eine der Grundlagen der Krankheit. Er spricht dann hier über einen Maßstab auch, wie man das erkennt, wie man das Gleichgewicht erkennt, das überspringen wir jetzt aber. Anschließend sagt er, wenn Allah Ta'ala jemanden etwas Gutes zutun möchte, dann lässt er ihn seine eigenen Uyub, seine eigenen Defizite erkennen. Und wer eine Basira hat, das heißt, wir haben Basira schon mehrmals dieses Wort benutzt. Was ist Basira? Wir haben gesagt, es gibt einmal den Basar. Al-Basar ist der Blick des Auges. Al-Basira ist der Blick des Herzens, also diese geistige Wahrnehmung. Wer eine geistige Wahrnehmung hat, dem bleiben seine Uyub, seine negativen Eigenschaften nicht verborgen. Denn erst wenn du deine Eigenschaften erkennst, deine negativen, schlechten Eigenschaften, kannst du sie behandeln. Aber wie gesagt, die meisten Menschen sehen nicht ihre eigenen Defizite, sondern nur die Defizite anderer Menschen. Das ist eigentlich sehr seltsam, dass der Mensch, du kritisierst Menschen für gewisse Eigenschaften, die sie haben. Das sind negative Eigenschaften, aber du kritisierst sie, weil du sie nicht hast. Aber du hast andere Eigenschaften. Du hast andere negative Eigenschaften. Also das heißt, du kritisierst sie für Sünden, die nicht du machst, aber du machst dafür andere Sünden. Im Endeffekt sind die Menschen eigentlich fast alle gleich. Wie erkennt man seine Eigenschaften, seine schlechten Eigenschaften, Defizite? Er sagt, dafür gibt es vier Wege. Vier Wege, die musst du einschlagen, um deine eigenen Defizite zu erkennen. Die At-Tariqatul Ula, der erste Weg, dass es
was er schon vorher genannt hat, ein Arzt. Dass es einen Arzt gibt, der dich sozusagen inspiziert und dir deine Schwachstellen aufzeigt. Aber das ist selten, das gibt es fast nicht mehr. Wie gesagt, die Ärzte sind selbst erkrankt. Die zweite Sache, das ist auch nicht weniger, das ist auch sehr selten, dass du einen ehrlichen, wahrhaftigen Freund hast. Was heißt ehrlich, wahrhaftiger Freund? Wenn wir von ehrlichen und wahrhaftigen Freunden heute sprechen, sprechen wir von Schmeichlern. Ja, der dich nur zu loben versucht, der versucht, dich überhaupt nicht zu kritisieren, ja, der versucht, alle negativen Eigenschaften wegzuschauen von ihnen, dich nicht auf ihnen aufmerksam zu machen. Das ist der gute Freund für uns heute. Ein schlechter Freund oder die Freundschaft wird sogar abgebrochen, wenn dich jemand kritisiert oder sagt, hier, das ist nicht so richtig. Das sollst du so nicht machen. Das ist ein schlechter Freund. Er sagt, der gute Freund ist der ehrliche Freund ist der Basir ist auch hier wieder, der einen scharfen Blick hat, sein geistiges Auge ist scharf. Und dass man sich ihn als einen, dass du diesen Freund als einen Wärter benutzt, der dich beobachtet und der dich auf deine negativen Eigenschaften hinweist. Er sagt, der Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu pflegte zu sagen, Rahimallahu imra'an ahda ilayna uyubana. Möge Allah mit jenen Männern zufrieden sein, die uns unsere negativen Eigenschaften schenken. Also im Sinne, dass sie uns darauf hinweisen. Und Salman radiyallahu anhu, diese Geschichte überliefert al-Bayhaqi, nicht in diesem Wortlaut, wie er es hier erwähnt, aber ähnlich. Als Salman und Umar sich getroffen haben in der Zeit der Khilafa von Umar radiyallahu anhu, da fragte Umar ihn, ob er irgendwas von ihm gesehen hat oder mitbekommen hat, was nicht akzeptabel ist. Dann sagte er, ich habe gehört, dass du zwei Gewänder hast. Ein Gewand trägst du am Tag und ein Gewand zur Nacht. Und dass du zwei Beilagen isst mit deinem Brot auf einem Tisch. Das ist etwas Schlechtes, was er gesehen hat von ihm. Dann sagte er, irgendwas anderes noch? Irgendwas weiteres Schlechtes gehört? Ich denke, er hat das gemeint, weil Umar radiallahu anhu, weil die Ausgaben von Umar aus dem Baytul Mal, also aus das Finanzamt sozusagen, finanziert wurden. Er war ja Staatsführer. Und er hat gesagt, das ist schon zu viel, was du dir erlaubst aus dem Geld der Muslime. Also das ist ja, das Baytul Mal, das ist nicht das Geld von dem Khalifa oder von dem Gouverneur irgendwo. Deswegen sagte auch Umar radiallahu anhu, wie er Muslim überliefert wird, aber Uthman al-Nahdi sagt, Umar schrieb uns ein Schreiben, als wir in Aserbaidschan waren. Aserbaidschan, so wird es ausgesprochen im Arabisch. Er sagte zu dem Heeresführer, er sagte, Innahu laysa min kaddik, wala min kaddi abika, wala min kaddi ummik. Das Geld, also was du bei dir hast, die Beute oder die Einnahmen, was auch immer, er sagt, das ist weder von deinen Anstrengungen, also das ist nicht dein schwer verdientes Geld, noch das von deinem Vater oder deiner Mutter. Hast du also nicht geerbt. Das ist das Geld der Muslime. فأشبع المسلمين في رحالهم كما تشبع في رحلك. Darum sättige die Muslime, also die mit dir sind, in ihren Häusern, genauso wie du dich selbst in deinem Haus sättigst. Also was meint er in ihren Häusern? Bring ihnen, lass ihnen ihr Proviant in ihre Häuser zukommen. Die sollen nicht zu dir kommen müssen und dich fragen erst. Jedenfalls, er sagte dann, noch etwas anderes, irgendwelche anderen negativen Eigenschaften, die du mitbekommen hast.
Er sagte, nein, das war's. Und dann sagte er, amma hadha faqad kufitahuma. Diese beiden, von denen wirst du nicht mehr hören. Na, ebenfalls wird überliefert, aber diese Überlieferung wird von manchen für schwach erklärt, dass Umar radiallahu anhu Hudayfa ibn al-Yaman fragte. Hudayfa ibn al-Yaman wird auch Sahib Sirri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam genannt, also der Gefährte der Geheimnisse des Propheten sallallahu alaihi wasallam, da er ihm bestimmte Geheimnisse mitgeteilt hat, die er anderen nicht mitteilte, wie unter anderem die Namen der Munafiqun. Hudayfa ibn al-Yaman, er und sein Vater waren beide Sahaba, haben der Schlacht von Uhud und anderen Schlachten mitgenommen. Sein Vater ist, glaube ich, bei Badr oder Uhud gestorben, ich erinnere mich nicht mehr genau, wurde von den Muslimen getötet, versehentlich. Ja, Hudayfa ist selbst im Jahr 34 nach der Hijra gestorben. Er sagt, es wird so überliefert, dass Umar ihn fragte, hal sammani Rasulullah, hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-Munafiqin? Und kama qal, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam mich unter den Munafiqun erwähnt? Aber wie gesagt, diese Geschichte wird von einigen für schwach erklärt. Unter anderem aus dem Grund, er wusste doch, dass er von den, abgesehen von dem Isnad, gibt es hier auch ein Problem in Bezug auf die Bedeutung. Er wusste doch, dass er von den Ashabul Jannah ist, oder? Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm mitgeteilt, dass Umar einer der rechtgeleiteten Khulafa ist. Und er sagte, und das hat er zu keinem anderen gesagt, er hat uns anbefohlen, die Sunna der Khulafa zu befolgen. Ja, die Sunna, also der Khulafa. Aber er hat uns nie aufgetragen, den Khulafa selbst zu folgen, außer bei Abu Bakr und Umar. Er sagte, iqtadu billadayni min ba'di, folgt jenen oder imitiert jene, eifert nach den Handlungen und Benehmen und so weiter, der beiden nach mir, Abu Bakr und Umar. Das hat er nicht über Uthman gesagt, auch nicht über Ali. Jedenfalls, wenn diese Überlieferung authentisch ist, dann kann das natürlich die Bedeutung haben, dass Abu Bakr, dass Umar radiallahu anhu, wegen seiner Gewissheit und Bescheidenheit oder beziehungsweise einfach wegen seinem Iman eine große Furcht hatte. Und dass diese Furcht eine gewisse Überhand genommen hat und dass er deswegen diese Frage gestellt hat. Oder wie man das auch immer nennen mag. Aber wie gesagt, auch dieser Weg, der zweite Weg, ist heute sehr selten, dass man derartige Freunde hat. Und daher sagt er, er sagt dir, dass ein Feind, der ehrlich ist mit dir, ein ehrlicher Feind, nützlicher für dich sein kann als ein schmeichelnder Freund. Profitierst von deinem Feind mehr als von deinem schmeichelnden Freund. Und deswegen sagt er, die Salaf pflegten jene Menschen zu lieben, die ihnen ihre negativen Eigenschaften zeigten. Aber natürlich hat das auch etwas damit zu tun, wie man das macht und mit welcher Eigenschaft man das macht. Wenn du das machst, weil du etwas Gutes für ihn möchtest, weil es dir um ihn geht, dann ist es eine fromme Tat, dass du ihm seine Eigenschaft aufgedeckt hast. Aber wenn es nur darum geht, dich selbst über ihn zu stellen, ja, oder ihn ein bisschen zu erniedrigen, dann hast du damit nichts Gutes geschaffen. Er sagt, die Salaf pflegten die Menschen zu lieben und zu schätzen, die ihnen ihre negativen Eigenschaften aufdeckten, und was bei uns genau das Gegenteil ist. Die abscheulichsten Menschen, die Menschen, die uns überhaupt nicht lieb sind, sind die uns unsere schlechten Eigenschaften zeigen, unsere schlechten Seiten zeigen. Obwohl eigentlich, sagt er, die schlechten Eigenschaften sind wie ein tödliches Skorpion. Ja? Wenn unter deinem Gewand ein Skorpion kriecht
und jemand dich darauf aufmerksam macht und sagt, hier, pass auf, dann würden wir das als eine große Gabe oder als eine große Leistung dieser Person schätzen und ihnen dafür dankbar sein. Er sagt, die schlechten Eigenschaften sind aber tödlicher als ein Skorpion. Denn das Höchste, was durch einen Stich dieses Skorpions passieren kann, ist, dass du erkrankst oder körperlich leidest. Na. Der dritte Weg, wie man seine schlechten Eigenschaften erkennen kann, ist, dass man von den Zungen seiner Feinde profitiert. Wenn man Feinde hat, und jeder Mensch hat Feinde, irgendwelche Feinde hat man immer, man kann auch von ihnen profitieren. Jemand, der ein scharfes Denken hat, der weiß auch, wie er davon profitieren kann. Denn die Feinde sind, die streben danach, deine wirklichen Defizite aufzudecken. Denn wenn sie Lügen verbreiten, dann kann es am Ende nachträglich für sie sein. Man aufdeckt, dass er nur gelogen hat über dich. Deswegen suchen sie nach wirklichen Defiziten von dir, um sie den Menschen vorzuzeigen. Aber auch hier profitieren die meisten Menschen nicht davon. Warum? Weil man wegen der Feindschaft denkt, das ist immer nur eine Lüge, und weil man immer versucht, alles auf Neid und derartiges zurückzuführen. Die sind neidisch. Und deswegen. Die vierte Sache, der vierte Weg, das ist der einfachste Weg, der eigentlich für jeden zugänglich ist. Und zwar, dass man sich den Menschen beimischt. Was heißt das? Dass du dir die Gesellschaft anschaust. Und alles, was du in der Gesellschaft für missbilligst, es gibt viele Eigenschaften, die man auf der Straße sieht, in seiner Familie sieht, in seinem Umfeld sieht. Wenn man das sieht, dann denkt man, das ist ein schlechter Mensch, das ist eine schlechte Eigenschaft. Ja. Dinge, die du bei anderen kritisierst, die hast du meistens auch. Weil die Menschen sind alle ähnlich veranlagt. Die Triebe der Menschen sind gleich. Ja. Das heißt, wenn du nicht dieses Ausmaß einer Eigenschaft hast, dann hast du aber den Samen dieser Eigenschaft in dir. Ja. Das heißt, wenn du Eigenschaften in deinem Umfeld siehst, die nicht akzeptabel sind, dann arbeite daran, dass sie bei dir nicht entstehen oder dass sie bei dir ebenfalls beseitigt werden. Das sind die vier Wege. Und machen wir hier Schluss. Wallahu a'lam.